Ja, jetzt haben wir endlich hier unseren Traumwagen. Nice, nice, nice. Wow. Boah, der ist geil. Hey, ich fühle mich jetzt schon... Oh Mann, fahr ich beschissen. Aber egal, ich fühle mich jetzt schon wieder Pate, ey, mit dieser Karre hier. Ein bisschen an der Karre noch rumschrauben vielleicht so, ne? Einen neuen Motor reinmachen, würde ich sagen. Aber es ein bisschen noch verbessern. Ich glaube, dann könnte die Karre schon echt... krankes Fahrzeug sein. Sie ist jetzt schon sehr nice. Also sie hat ein relativ angenehmes Handling. Die Beschleunigung, ja, ist ordentlich. Aber da kann man bestimmt noch mehr aus der Karre rausholen. Bin gespannt, was wir aus der Karre noch mal rausholen können. Die werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Das ist echt ein Schmuckstück. Und ein Unikat, so wie es aussieht. Also ich habe bis jetzt auf jeden Fall noch keinen anderen damit rumfahren sehen. Ja, halt die Klappe, langsamer fahren, Mädel. Wenn du so ein Auto hättest, du musst auch nicht langsamer fahren, ey. Ja, ich weiß, ich fahre das Auto jetzt schon wieder Schrottkraft. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Bitte nicht! Verfolgung! Verstanden! Was denn, ey? Die kommen doch eh nicht hinterher, ey. Die kamen damals schon immer nach... Als mit der Gurke noch umgeheizt bin ich hinterher. Und das Ding hier hat... eine Beschleunigung davon träumen, den ihre Fahrzeuge der Polizei hier. Die Karre behalte ich auf jeden Fall. Als Andenken dafür, dass ich ihn kalt gemacht habe oder zumindest dafür gesorgt habe, dass er kalt gemacht wird auf jeden Fall. Ja, achso, ist ja hier auf der rechten Seite mal. Mit Scheißgeruch in die Bar. Und sie setzt sich auf ihn drauf und er macht... Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren wollten. Mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Wow, $5,000. Krass. Heftig. Das ist nice. Ja, jetzt haben wir da zwei Ziele. Wir haben einmal hier, du stinkst fürchterlich, wechsel die Klamotten, und du stinkst fürchterlich, wechsel die Klamotten. Ja, das werden wir natürlich machen, auf jeden Fall. Wir werden die Klamotten wechseln, aber ich würde dann ganz gerne erstmal zur Werkstatt fahren. Obwohl, wir können erst die Klamotten wechseln, dann fahren wir zur Werkstatt. Und dann gucken wir mal, was wir aus der Karre rausholen können, Leute. Einmal ganz schnell die Klamotten wechseln, das stimmt. Ich meine, keiner möchte gerne mit irgendeinem... Reines Rindfleisch! Und noch ein bisschen was anderes. Reines Rindfleisch? Ich wette, da ist eine Rakalake drin. Hey, passen Sie! Wo haben Sie denn drin gebadet?
In dem Arschloch deiner Mama. Ah, die kleine Tür. Ich hoffe, Sie nehmen ein Bad, bevor Sie was anprobieren. Nee, ich zieh's einfach so an. Eine geile Lederjacke im Black finde ich auch mal geil. Lederjacke mit Hemd. Nehmen wir das doch mal. Sie sehen aus wie ein Filmstar. Ja, geht echt. Finde ich nice. Also die schwarze Lederjacke, schön schlicht mal. Nicht ich ganz hoffe, im... Sie sind zufrieden, Sir. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die schwarze Lederjacke hat was. So, aber jetzt gehen wir mal zum Autotune. Ich hoffe, dass 5000 Dollar reichen, um der Karre mal den Feinschliff hier zu geben. Oh, jetzt haben wir mal hier Gummi hier, Mann. Ich bin gespannt, ob es reicht. Und wenn ja, was kriegen wir dafür raus, ey? Was, wie nice wird die Karre dann? Und die heben wir uns auf jeden Fall auf. Die ist Bombe, Leute. Das ist einfach ein Traum. Beschleunigt jetzt schon super und das Handling ist eigentlich auch relativ gut mit dem Fahrzeug. Könnte natürlich ein bisschen besser sein, aber ich meine, mal gucken. Ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass das Geld reicht, was wir jetzt haben. Oh, 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 oh. Um uns die Karre mal ein bisschen aufzupolieren. Ich weiß echt nicht, was das alles kostet. Vorsicht! So. Läuft so. Ganz gut, abgesehen davon, dass mein Fahrzeug ein paar kleine Macken hatte. Und was ich darf gerne, sein, Kumpel? Ja, den Wagen einmal reparieren, genau, und den Shop durchsuchen. Neue Felgen, ja, Felgenwechsel. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Ja, neue Felgen, wenn du da was Geiles drauf hast, dann nehme ich es auf jeden Fall. Wow. Ja, die nehmen wir hier. Die Felgen auf jeden Fall. Wechsel das Kennzeichen. Brauchen wir eigentlich nicht. Neue Lackierung. Ja, was kommt drauf an? Was wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Ja, wenn du da was Geiles hast, neu. Oh ja, hier so ein rosa, ey. Pink Schweinchen rosa. Nee, gucken wir doch mal, was hast du denn hier so? Boah, ey, das Rot sieht schon mal geil aus. Auf jeden Fall. Was hast du sonst noch hier oben in den Reihen? Oh, das Rot hat auch was. Aber ich fand das helle Rot sah schon am besten aus, ey. Ja, wo ist es denn? Ja, auf jeden. Hier so ein schönes Kirschrot. Einfaches Tuning. Einfaches Tuning. Sporttuning. 600 Dollar, ja, machen wir einfach. Fettes, einfaches Tuning. Bisschen tiefer gelegt hier. Boah, der Sound. Alles klar, ich kümmere mich gleich darum. Kennzeichen, Neulackierung, Sporttuning. Wagen ist voll getuned. Was gibt's hier? So ist schon. Okay, jetzt haben wir alles gemacht. Vielen Dank. Boah, Junge, 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 Junge. So, was haben wir jetzt eigentlich für einen Auftrag? Nach Hause, wa? Maltes Falken, okay. Uiuiuiui, ich bin gespannt. Boah. Oh, jetzt bin ich aber echt penibel gepingelig hier, ey. Uiuiuiui. Ja, der Motor, der rührt jetzt aber ganz gut, ey. So, ey, nice, ey, so schön getuned. Yay, yeah, ich bin angekommen, ohne einen Kratzer in mein neues Fahrzeug zu machen. Ich bin so happy, ich habe Autofahren gelernt. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke.
Voll der Anzug. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Ach, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst mich okay, mal. Okay, das reicht. Gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Na, jetzt heißt es warten, bis wir in die Familie aufgenommen werden. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito, du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet ja unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Amico nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen. Aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Krass, krass.
Zimmerservice, okay. Villa Scaletta, 15. Juni 51. Jo, da geht's jetzt aber heiß her hier.